Sie spalten das Land mit dem Ungeist der Bespitzelung, der Meldestellen, mit Zensurmaßnahmen und grotesken Gesslerhutgesetzen. Und Ihr Parteifreund Haldenwang macht dafür den Handlanger und missbraucht den Inlandsgeheimdienst, den sogenannten Verfassungsschutz, zur Kriminalisierung regierungskritischer Bürger und der Opposition in Deutschland und soll dafür auch noch belohnt werden mit einem Bundestagsmandat. Das sind übelste DDR-Methoden, die Sie hier betreiben. Sie stellen die Brandmauer über Deutschland. Was für ein Ausbund an demokratischer Unkultur. Mit Ihnen als Ersatzscholz kommt Deutschland nicht voran. Sie können nichts von dem umsetzen, was Sie versprechen. Sie sind keine Alternative zu dieser Regierung und zu diesem Kanzler. Sie können es auch schwerlich sein, denn die CDU hat die existenzielle Krise, in der sich unser Land befindet, genauso zu verantworten wie die Ampel. Mit der Rede, die wir uns heute anschauen werden, liebe Zuschauer, hat Alice Weidel ein Ausrufezeichen gesetzt, das seinesgleichen sucht. In dieser Rede hat sie nicht nur Oppositionsführer Friedrich Merz bloßgestellt, sondern hat Alice Weidel auch der noch amtierenden Regierung in einer selten dagewesenen Klarheit in die Suppe gespuckt. Mit ihrer rhetorischen Finesse hat Alice Weidel klargemacht, wer Deutschland an die Wand fährt und worauf es bei der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar zu achten gilt. Und auch wenn Alice Weidel bekannt dafür ist, den Finger immer wieder in die Wunde zu legen, haben Friedrich Merz, Olaf Scholz und Co. kein Stück mit dieser Rede gerechnet. Seid gespannt, liebe Zuschauer. Los geht's. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Damen und Herren. Diese Regierung geht so kopf- und würdelos zu Ende, wie sie 3 Jahre lang agiert hat. Noch im Abgang zeigen sie weder Einsicht noch Verantwortung. Sie ergehen sich in Selbstmitleid, Selbstgerechtigkeit und gegenseitigen Beschimpfung. Dabei wäre Demut das einzig Angebrachte. Denn das, was Ihre Regierung diesem Land und seinen Bürgern angetan hat, ist beispiellos. Diese Ampel hat wie keine Regierung zuvor Wohlstand zerstört und unser Land geschädigt. Ihre aberwitzige Politik der grünen Transformation treibt Deutschland in die Deindustrialisierung, produktive Unternehmen aus dem Land und dem Mittelstand in den Ruin. Hunderttausende Arbeitsplätze sind als Folge Ihrer Politik schon verloren. Die Zahl der Insolvenzen hat im Oktober einen 20-Jahres-Rekord erreicht. Die Pleiterate ist um 2/3 höher als noch vor 5 Jahren. Ihre E-Auto-Planwirtschaft ruiniert die deutsche Automobilindustrie und zieht eine Schneise der Verwüstung durch Mittelstand und Dienstleistungsgewerbe. Sie fluten das Land mit illegalen Migranten, während Sie einheimische und zugewanderte Arbeitskräfte gleichermaßen in die Auswanderung treiben. Sie zerrütten die Sozialsysteme und zerstören die innere Sicherheit. Auf den Straßen toben sich importierte Judenhasser aus. Täglich 25 sexuelle Übergriffe durch Zuwanderer, verzeichnet eine aktuelle Statistik des BKA. Die finanziellen Folgen drücken Sie den Bürgern auf mit Rekordsteuern und Sozialabgaben. Obwohl die Gesamtstaatseinnahmen an der 1-Billionen-Grenze kratzen, aber erodieren werden, weil Sie die Unternehmen kaputt machen und die Arbeitnehmer auf die Straße setzen. Sie spalten das Land mit dem Ungeist der Bespitzelung, der Meldestellen, mit Zensurmaßnahmen und grotesken Gesslerhutgesetzen wie dem Selbstbestimmungsgesetz, das die Leugnung biologischer Tatsachen zur strafbewährten Pflicht macht. Und Sie, die Umfallerhelden von der FDP, haben das alles 3 Jahre lang nicht nur mitgemacht, sondern erst möglich gemacht. Die FDP hat jeden Unsinn wie das Heizungsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz, das Verbrennerverbot und die Abschaltung funktionsfähiger Kernkraftwerke, Gendern ohne Ende, Kiffen für alle, einmal im Jahr das Geschlecht wechseln, mitgetragen. Und dieser Makel, Herr Lindner, wird Ihnen ewig anhaften.
Und Ihr Versuch, in letzter Minute das sinkende Schiff zu verlassen, kommt zu spät. Die Wähler werden Sie und Ihre Partei dafür aus dem Bundestag verbannen. Boah, dieser Seitenhieb an Herrn Lindner hat ordentlich gesessen. Kein Wunder aber, die Wahrheit tut bekanntermaßen weh. Frau Weidel legt den Finger hier gnadenlos in die Wunde der verkorksten Politik der letzten Jahre. Ich meine, allein beim Thema der Unternehmensinsolvenzen sollte es jeden Bürger in diesem Land schaudern. So lesen wir hier in einem Artikel vom Spiegel, dass gut 20.000 Firmen vor dem Bankrott stehen. Und auch das Statistische Bundesamt veröffentlichte hier erst kürzlich extrem bedenkliche Zahlen, die das Ausmaß dieser zerstörerischen Politik aufzeigen. Nicht, dass unsere Wirtschaft schon im letzten Jahr in den Ruin getrieben wurde, nein. Dieses Jahr scheint das Ausmaß noch einmal deutlich drastischer zu werden. So registrierte das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten einen Anstieg der angemeldeten Insolvenzverfahren um 22,9% im Vergleich zum Oktober 2023. Und nicht nur das, liebe Zuschauer. Mit Ausnahme des Juni 2024 lag die Zuwachsrate bei den Insolvenzanmeldungen in diesem Jahr seit Juni 2023 stets im zweistelligen Bereich. Das ist einfach unfassbar. Der Mittelstand bricht hier komplett auseinander und die lieben Leute da in der Ampel kümmern sich lieber um ein Gleichbestimmungsgesetz. Ein Gesetz, das die Mehrheit in diesem Land ablehnt. Das kann man sich einfach nicht ausdenken. Doch liebe Zuschauer, nachdem Frau Weidel sich nun mit einigen allgemeinen Dingen aufgewärmt hat, geht sie nun über zu ihrem nächsten Opfer in der Reihe, nämlich Friedrich Merz. Sie wollen keine Politikwende für Deutschland. Sonst würden Sie sich nicht hinter Ihrer Brandmauer verstecken und ganz offen darauf spekulieren, dass diese abgewirtschaftete SPD und die Grünen Sie zum Kanzler machen, Herr Merz. Was Sie an vernünftigen Forderungen zu bieten haben, haben Sie ohnehin bei uns abgeschrieben. Sie wollen aber gar nichts davon umsetzen, sondern lediglich Ihre Wähler täuschen. Sie geben es ja auch ganz offen zu, Sie haben Angst, noch irgendwelche Anträge zur Migrationspolitik zu stellen, denn Sie könnten ja durchgehen mit unseren Stimmen. Und das wollen Sie ja nicht, Herr Merz. Damit sollte eigentlich alles über die CDU gesagt sein, aber das ist es noch lange nicht gewesen. Denn selbst in dieser existenziellen Krise... Ah, liebe Zuschauer, ich muss jetzt einfach dazwischen funken. Was eine starke Rede von Frau Weidel. Da freut sich sogar dieser eine Zuschauer hier. Gefühlt der einzige in diesen Reihen. Ein einfach wunderschönes Bild. Doch, liebe Zuschauer, jetzt tritt Frau Weidel das Pedal komplett bis zum Anschlag durch und bringt damit nicht nur Herrn Merz zum Verstummen, sondern bringt sie damit Kanzler Scholz sogar zum Lachen. Vermutlich deswegen, weil er mal nicht am meisten auf den Deckel bekommt. Schaut selbst. Haben CDU-Politiker nichts Besseres zu tun, als ein antidemokratisches Verbotsverfahren gegen uns, die zweitgrößte Kraft in Deutschland, hier einzubringen? Und Ihr Parteifreund Haldenwang macht dafür den Handlanger und missbraucht den Inlandsgeheimdienst, den sogenannten Verfassungsschutz, zur Kriminalisierung regierungskritischer Bürger und der Opposition in Deutschland und soll dafür auch noch belohnt werden mit einem Bundestagsmandat. Das sind übelste DDR-Methoden, die Sie hier betreiben. Wichtige Sofortmaßnahmen gegen den weiteren Abstieg Deutschlands, die Rücknahme des Verbrennerverbots, den Wiedereinstieg in die Kernkraft, die Verschärfung des Asylrechts und die Zurückweisung an den Grenzen hätten wir längst beschließen können, mit oder ohne Vertrauensfrage des Bundeskanzlers. Aber die Union will das nicht. Sie haben hasenfüßig alle Ihre Anträge zurückgezogen und zugestimmt, dass zentrale Initiativen zur Korrektur dieser ruinösen Ampelpolitik einfach von der Tagesordnung gestrichen werden. Sie stellen die Brandmauer über Deutschland. Was für ein Ausbund an demokratischer Unkultur, was für ein erbärmlicher Tiefpunkt des Parlamentarismus. Sparen Sie sich also Ihre Phrasen von Verantwortung und Respekt, Herr Merz. Ihnen geht es ganz allein um sich selbst, um Ihre Macht, um Parteitaktiererei und vor allen Dingen um Ihre Eitelkeit. Mit Ihnen als Ersatz Scholz kommt Deutschland nicht voran. Sie können nichts von dem umsetzen, was Sie versprechen. Sie sind keine Alternative zu dieser Regierung und zu diesem Kanzler. Sie können es auch schwerlich sein, denn die CDU hat die existenzielle Krise, in der sich unser Land befindet, genauso zu verantworten wie die Ampel. So gut wie alle
epochalen Fehlentscheidung, die für den Niedergang Deutschlands und unserer Volkswirtschaft verantwortlich sind, gehen auf die Regierungsjahre einer Unionskanzlerin mit Namen Angela Merkel zurück, der besten Kanzlerin, die die Grünen jemals hatten. Boah, liebe Zuschauer, was eine Brandrede von Alice Weidel. Erneut hat sie mit dieser Rede ihre klare Haltung unter Beweis gestellt. Und ganz Unrecht hat sie hier natürlich nicht. Die CDU unter Merkel hat Deutschlands Talfahrt eingeläutet und wird sie unter Merz garantiert weiterführen. Die CDU wird der neue Steigbügelhalter für eine erneute Amtszeit der Grünen, die erneut voller Zerstörung, Zensur und Bürgerverachtung stehen wird. Denn, wie Frau Weidel es gesagt hat, wird die Union unter Friedrich Merz keines der Wahlversprechen umsetzen, da man für eine konservative Politik auch einen konservativen Partner bräuchte. Mit der SPD und den Grünen wird dies natürlich nicht gelingen und die Stimmen der AfD möchte man einfach nicht. Dementsprechend wird das grüne Desaster auch mit einer CDU-Regierung weitergeführt werden. Oder, liebe Zuschauer, irre ich mich da? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Like da, abonniert meinen Kanal und teilt dieses unglaublich wichtige Video mit all euren Freunden.